Wie ist ein Protokoll aufgebaut? Nun, die Struktur eines Protokolls. Das Protokoll hat einen Kopf. Ich erkläre es gleich noch ein bisschen genauer. Dann kommt der Text des Protokolls. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, um was es geht bei dieser Sitzung. Dann kommt der Schluss. Und dann kommt eine Verteilerliste. So, und das erklären wir jetzt noch mal ein bisschen genauer. Im Kopf des Protokolls wird festgehalten Datum, Uhrzeit, Uhrzeit des Beginns, dann der Ort der Veranstaltung. Die Teilnehmer, und Leiter. Der Text, nun, das hängt jetzt davon ab, um was es geht. Dann im Schluss wird festgehalten Uhrzeit des Endes. Wann hat die Veranstaltung geendet? Dann die Unterschriften der Teilnehmer und die Unterschrift des Protokollführers. Protokollführers meistens noch extra. Ja, Unterschriften TN, Unterschriften Teilnehmer und Unterschriften Protokollführer, beziehungsweise die Unterschrift des Protokollführers. Und hier in die Verteilerliste werden all die aufgenommen, die Empfänger des Protokolls sind. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.